Moin und herzlich willkommen zurück bei Volcanoids. Schön, dass du wieder mit dabei bist. Ich bin unter Tage, ich muss mir noch ein paar Handgranaten herstellen. Und zwar bin ich hier in einem ganz krassen Lavagebiet unter Tage. Einmal gucken, kann ich noch? Kupferrohr. Frachtraum ist voll. Das ist schlecht. Ich nehme mal die Sachen raus und lagere die mal irgendwo in die Kiste ein. Was wird denn hier geschossen? Also hier geht's, wie du merkst, schon anders zur Sache, ne? Es ist Action pur, aber meine Teile kommen ganz gut klar. Da hinten ist, der haut schon ab, der holt aber noch Verstärkung bestimmt. So. Also ich komme nicht mal dazu, irgendwelche Bomben zu machen. Es ist ein bisschen tricky hier unten und sehr gefährlich. Wie du siehst, das Schiff hat 2 Sterne. Ohne Handgranaten habe ich da gar keine Chance. Ich habe aber vorhin gesehen, dass ich die noch nicht hergestellt hatte. Also ich brauche auf jeden Fall ein paar Handgranaten. Hier werden auch noch mehr Gegner kommen. Glücklicherweise stehe ich aber so, dass meine Abwehr da ganz gut zurande kommt. Kupferrohr. Schwarzpulver. So, ich habe jetzt auch das Gewehr mit. Weil es war tatsächlich die Munition vom letzten Mal, die ich geklaut hatte. Die kann ich aber selbst noch nicht herstellen. 21 Minuten. Ich weiß nicht, ob ich es schaffe. Wahrscheinlich nicht, weil das ist ein Riesenschiff. Und es ist extrem gefährlich. Ich habe Heilung dabei, zu Genüge sogar. Den Reparatursatz brauche ich nicht. Die Dinger kann ich auch wieder wegpacken. Frachtraum ist voll. Das heißt, einfach jetzt hier was rein. Die Munition brauche ich nicht. Ich glaube, das ist die, ne? Oder ich weiß es jetzt nicht. Ich nehme einfach mal mit. Spitzhacke habe ich, das habe ich, das habe ich. Jetzt fehlen die Granaten noch. Es ist aufregend und spannend. Tatsächlich 17 Granaten. Naja, gut. So. 20 Minuten noch. Das Ding hat auch einen Panzer. Also, ich weiß, ich werde es wahrscheinlich nicht schaffen. Ja. So, ich wechsle mal auf das präzise Werkzeug. Wobei, ich muss da aber eigentlich rein. Es bringt alles nichts. Ich muss da rein. Irgendwie da direkt rein und dann bricht da drin die Hölle auf Erden los. Aber ich muss... ja, den Bohrer. Ich könnte den Bohrer zerstören, dann habe ich aber mit den ganzen Gegnern zu tun. Jetzt guck dir das Ding bitte mal an. Da, der sieht mich schon jetzt. Nachladen. Lade nach. Ja, das bringt nichts. Zu heftig. Die Rüstung war sofort im Eimer. Also Sturmangriff bei dem Teil bringt nicht viel. Das an, wie viele das sind. Ne? Ich bin gleich tot. Jetzt kommt der Panzer. Ah! Ja. Keine Chance. Keine Chance.
Ja, es ist zu heftig. Ich kann mir da auch keine anderen Waffen jetzt herstellen. Ich habe halt noch nichts Besseres, ne? Ein Kupferrohr. So. Leider ist es zu heftig. Also ich habe es einmal geschafft, wie gesagt, mit den Granaten. Aber das war dann so. Das war dann absolute Glückssache, ne? Ich bin halt reingekommen. Ich konnte das nicht komplett zerstören. Die sind dann abgetaucht. Also ich konnte mich ein bisschen behaupten. Konnte halt ein paar Sachen mitnehmen, ne? Ach so, man verliert dann alles. Oh, das ist... Ich bin tatsächlich noch nicht gestorben hier. Das ist jetzt natürlich krass. Das heißt, ich muss mir alle Waffen und alles neu machen. Wenn ich das jetzt richtig sehe. Ja, meine Türme feuern, ist klar, aber ist jetzt nicht so schlimm. Es ist alles weg, ne? Shit. Ich bin tatsächlich noch nicht gestorben. Das heißt, ich muss da wieder hin und das jetzt aufsammeln, oder was? Ist mir jetzt egal. Ich laufe da jetzt einfach so mal hin. Wobei, ohne Waffen wird das nicht viel bringen, ne? Wird da irgendwie... Es ist... Ja. Du kannst mich mal. Ja. 16 Minuten noch. Liegt da jetzt irgendwie mein Inventar? Ach du Scheiße. Sorry. Rucksack. Ja, der hupt auch noch. Genau. Und zack. Und alle nehmen. Und weg. Auf Wiedersehen. Zickzack laufen. Tschüssi. Ja. Oha. Nein. Was ist jetzt? Ja. Tut. Junge. Meine Güte. Lauf, Forrest, lauf. Jungs, wie habe ich das denn beim ersten Mal? Irgendwie war da nur die Hälfte der Besatzung drin, glaube ich. Ja, komm her, vielleicht. Vielleicht kriegt der ja den Panzer kaputt. Kommt. Komm her. Jungs, hallo, feuern bitte. Türme. Wie lange braucht ihr denn? So, gut. Ja, komm du mit dem Panzer auch. Ja, jetzt rennen sie weg. Komm näher, komm. Komm, nicht wieder sterben. Jawohl. Wie lange braucht das Ding? Das gibt's ja nicht.
Meine Güte. Alles nehmen. Sehr schön. Wenigstens haben wir den Panzer jetzt erledigt, der ein paar interessante Teile dabei hat. Aber Stufe 1 wieder nur, ne? Vulkanausbruch in 13 Minuten. Alles wieder nur Stufe 1. Tja. Also es ist heftig, ne? Das ist ein heftiges Teil. Die haben es sogar relativ gut überstanden. Also mit den Waffen komme ich nicht dagegen an. Warum das am Anfang so halbwegs funktioniert hat, weiß ich nicht mehr. Wie gesagt, die sind ja auch abgetaucht. Das war wahrscheinlich mein Glück dann halt, ne? So, habe ich Reparaturset dabei? Ja, die haben natürlich sehr gelitten. Ne, habe ich nicht dabei. Da muss ich unbedingt mal eine Tür einbauen. Ich habe nur die eine auf der anderen Seite. So viel zu dem Thema, zu diesem Schiff. Das ist wirklich heftig. Du hast ja gesehen, da bricht die Hölle los. Ich weiß, man kann ja noch andere Waffen bekommen, Maschinengewehre und so weiter. Und die wird man da auch definitiv brauchen. Okay, jetzt habe ich das Reparaturset aufgebraucht. Ja, Action pur. Es gibt, glaube ich, auch Granatwerfer später und so. Das ist dafür natürlich wesentlich besser geeignet. Denn das geht schon echt zur Sache halt, ne? Wieso ist das jetzt alles 100%? So, ich kann es ja auch von innen reparieren. 94, 100. Was ist hier 99? Da. Haben wir alles 98? Jetzt müsste alles repariert sein, ne? Ja. Vulkanausbruch in 10 Minuten. Ich meine, was natürlich auch ganz gut ist, du hast hier halt noch Materialien, ne? Du hast hier noch ein bisschen Loot, aber im Prinzip geht es hier unten um den Kampf gegen dieses Schiff. Die sind abgehauen, oder? Das wird mir nicht mehr angezeigt. Sind die abgehauen? Ich habe keine Rüstung mehr. Und ich muss mich einmal heilen. 9 Minuten noch bis zum Vulkanausbruch. Jo, die sind weg. Nee, da hinten sind sie. Da. Da. Ne, sind doch nicht weg. Also guck dir das an, ne? Das ist ein Riesenteil. Das ist definitiv ein Riesenteil. Ich versuch mal, kann ich da eigentlich für ein Foto ranzoomen? Ja. Ja, das ist natürlich auch schon interessant, ne? Flugmodus. Jetzt guck dir das an. Ja, und die kommen jetzt auf mich zu, ist klar. Ja, moin. Ich hau mal wieder ab.
Wenn die gleich wieder ihren Panzer holen, in 8 Minuten, vielleicht ist da so ein Chemiker dabei, den ich brauche, ne? Wo sind die denn jetzt hin? Die kommen dann einmal aus ihrem Versteck und hauen direkt wieder ab. Guck mal, die sind alle wieder abgehauen. Guck dir das an, ne? Die haben mich hier hinten stehen sehen und sind dann alle wieder abgehauen. Nee. Ist mir zu risky. Aber ich habe es dir auf jeden Fall mal gezeigt. Und wir fliegen da jetzt doch einmal gleich hin im Fotomodus. Und gucken uns das mal in der Nähe an. Das finde ich ja auch ganz spannend. Und warum nicht, wenn es im Fotomodus funktioniert, ne? Ich habe ja hier wieder alles repariert. Gut ist natürlich auch, dass ich da oben noch was habe, ne? Ich habe da oben ja noch einen Geschützturm. Denn der schießt ja vom Dach aus in alle Richtungen. Die anderen Sachen schießen ja immer nur von der Seite. Das bringt ja dann halt nicht allzu viel, ne? So, komme ich denn jetzt raus? Nee. Na, muss ich die Tür auflassen. Jungs! Ja, ihr macht das schon. Ich mache jetzt trotzdem mal ein Foto. So, das ist maximale Entfernung erreicht. Ah! Das ist einfach ein Riesenteil, ne? Du siehst es ja schon. Ich mache jetzt trotzdem mal einen Screenshot. Das ist ein Riesenteil. Guck mal, der hat nur 3 Kraftwerke, so wie ich das sehe. Und eine fette, fette Verteidigung. Und der hat auch so ein großes Mittelmodul. Das Ding hat mindestens 3 Module. Naja, gut. Können wir immerhin hier einsammeln. 6 Minuten noch. Ja, leider nicht viel, ne? Leider nicht viel und vor allen Dingen auch nicht so einen Kopf, den wir gebrauchen könnten. Das heißt, ich habe viel zu viele Kraftwerke. Die sind einfach nicht nötig in der Menge. So, ich baue da mal noch auf der anderen Seite jetzt eine Tür ein. Wie gesagt, hatte ich in Erinnerung, dass da auch mal eine war. Habe ich die hier drin? Ne, ich habe aber noch eine. Da. Ach so. Was ist das für ein Ding? Nix. Alles nur die Gegenstände, die kein Mensch braucht, weißt du? Also, du brauchst die schon, aber wir bräuchten halt die nächste Ausbaustufe. Das wäre viel wichtiger. Scheint nicht großartig beschädigt zu sein. So, ich muss da erstmal ein Türmodul einbauen. 4 Minuten noch. Fenstermodul, Türmodul. 1. Das nicht genommen. Doch, Türmodul. So, ein Türmodul und eine Tür. So einfach ist das, die ganzen Sachen auszubauen. Du hast pro Modul im Prinzip immer 3 Flächen auf jeder Seite. Und in der ersten Etage eben auch, ne? Hier ist alles voll. Guck mal, Kohlekraftwerk. 2 Kohlekraftwerke. Ja, hier das Fenster, das würde ich gerne demontieren eigentlich. Aber irgendwie geht's nicht. Ich kann es nicht demontieren. Ich weiß nicht warum. Doch, jetzt hat das genommen. Jetzt hat das genommen, okay.
könnte noch... Ah, obwohl die Verteidigung ist eigentlich ausreichend. Ich hatte jetzt überlegt, noch einen Waffenturm zu bauen. Aber, Installiert. Ich habe die eigentlich alle. Noch ein Frachtraummodul brauche ich jetzt auch nicht unbedingt. Okay. Tauchen wir mal wieder ab. 3:12 bis zum Vulkanausbruch. Also, ich brauche hier bessere Waffen. Das sind zu heftige Gegner, definitiv. Und da kommen sie schon wieder angerannt, da rechts, siehst du. Und du findest schon einige Sachen hier in den Höhlen. Und es geht ja noch tiefer in den Dreierschacht. Aber wie gesagt, dafür brauche ich den besseren Bohrer unbedingt. Das ist so ein bisschen der Nachteil an dem Ganzen. Und hier könnte man eben noch weiter ausbauen. Dafür brauche ich aber den Kern Stufe 2. Alles ablegen wieder. Dafür brauche ich den Kern Stufe 2. Und den kann ich auch noch nicht herstellen, leider. Stapeln, alles ein bisschen sortieren. Medizinschrank hatte ich hier. Raffineriedatenstufe 2, die gehören ja hier nicht hin. Und Waffenschrank hatte ich eigentlich hier. Ich kann ja, warte mal. Ich nehme hier nochmal alles raus und das kann man auch ganz gut nutzen. Die Beschilderung und zwar für Waffen. Wo habe ich denn jetzt die Waffen? Einfach nur Munition. Da. Nehmen wir einfach mal hier den. Zack. So, da sind die Waffen drin. Die ich jetzt im Moment nicht brauche. Kann ich mir später rausholen. Und da packen wir auch die Munition rein. 23 Schuss Schrot noch. Hier habe ich noch einen Schrank. So, hier setzen wir Schränke ein. Ist halt einfach nur das Zeichen dafür, dass da halt Gegenstände drin sind, nämlich die. So. Alles ablegen. Was haben wir noch? Stapeln ist schon sortiert. Hier. Das kommt rüber, das kommt rüber. Der kommt hier hin. Schuss, 400 Schuss noch. Und im Drillship. Ah, jetzt geht doch die Munition. Ach, 2000. Ich wollte gerade sagen, die Munition geht zur Neige. Nee, tut sie nicht. Hört sich immer brutal an, ne? So, und den anderen Schrank, den setzen wir da noch hin. Dann können wir da auch noch irgendwas reinpacken. Okay. Jo, so sieht der Vulkanausbruch dann unter Tage aus, also hier in den Höhlen. Und irgendwas machen die Roboter, ne? Warum sind die hier unten? Ich glaube, Sinn des Spiels ist es, die komplett zu besiegen. Wie gesagt, ich spoilere mich ja nicht, ich habe immer nur so Kleinigkeiten nachgeschaut und den wirklichen Sinn des Spiels habe ich noch nicht nachgeschaut. Keine Munition mehr im Hauptinventar. Müsste ich auch herstellen. Ja. Aber ich glaube, Sinn ist es, die wirklich komplett zu besiegen. So. Legierungsballen habe ich. 4 Fertigungsdatenstufe 2 und 2 Kessel. Ich kriege diese Fertigungsstufe 2.
Fertigungsdatenstufe 2 nicht, ne? Das ist das Problem. Fertigungstechnologie Stufe 2. Hydraulikbauteil, zerstörtes Fertigungsmodul Stufe 2, Technikerkopf. Und ich glaube, das ist in diesem Schiff. Das ist in diesem Schiff. Und das kriege ich nicht platt. Das ist so ein bisschen das Problem an der ganzen Geschichte. Die habe ich ja. Beziehungsweise einen Kessel. Ja. Das ist ein bisschen das Problem. Ich muss mal schauen, ob ich das irgendwie hinbekomme. Denn sonst kommen wir nicht weiter. Ich brauche das für die ganzen Zweierelemente. Dampfturbine Stufe 2, ist die neu? Die ist, glaube ich, neu dazugekommen, ne? Hydraulikbauteil, null verfügbar. Es erweitert sich hier auch einfach nicht, ne? Kein Hydraulikbauteil. Neue Geräte auch nicht. Ne. Alles soweit bekannt. Neue Strukturen auch nicht. Also ich hänge so ein bisschen jetzt im Moment. Hydraulikbauteil und Fertigungsmodul Stufe 2. Fertigungsmodul Stufe 1 ist jetzt inaktiv, weil wir unter Tage sind. Also, Raffineriedatenstufe 2, da habe ich es wieder. Ne? Ich brauche eben für alles Stufe 2. Hier verstärkter Rumpf, den habe ich schon. Deswegen brauche ich den nicht mehr herstellen. Und hier brauche ich Raffineriedaten. Das war hier der Teil des gehärteten Bohrers. Raffineriedatenstufe 1 ist kein Problem. Fertigungsdatenstufe 1 ist kein Problem. Aber Teil eines gehärteten Bohrers habe ich noch nicht gefunden. So, hier brauche ich zwei Kessel. Keine Ahnung, wo ich den ersten her habe. Einer verfügbar. Muss in irgendeinem Schiff gewesen sein. Und vier Fertigungsdatenstufe 2 kann ich nicht herstellen. Und die modifizierten Ketten, die habe ich installiert tatsächlich schon. Die konnte ich herstellen. Hier. Die machen mich unter Tage schneller. Na, wenn jetzt hier. Das kann ich ja noch kurz zeigen. Ja, dieses Megaschiff da, ne? Siehst du, ich kann hier viel schneller durch die Gegend fahren. Was ganz gut ist. Weil so kann ich eben auch schnell mal eben irgendwo rein. Das ist jetzt alles nur eins. Durch das Magma werde ich nicht fahren. Das schaffe ich auch nicht. Ich kann, das Schiff ist jetzt so geschützt durch den verstärkten Rumpf, dass ich mal einmal kurz durch die Lava fahren kann. Aber nicht viel weiter, ne? Wenn ich das mal so am Rand streife, ist kein Thema. Aber wie gesagt, nicht viel weiter. So, ich könnte hier unten vorbei. Und hier ist dann auch schon wieder Schluss. Ah, warte mal, ich müsste doch eigentlich mal kurz auf der Map gucken. Wie bin ich denn da rausgekommen? Ich bin hier. Dann bin ich doch hier einmal durch die Lava, ne? Dann komme ich wieder in das Gebiet. Weil hier ist ein Magmafeld, das ist zu groß. Ja, hier einfach einmal durch und dann so. Hier bin ich noch nicht. Hier könnte ich auch mal eben riskieren, durchzufahren. Also, hier hoch, hoch und dann hier durch. Hier ist alles noch schwarz. Das machen wir mal eben noch. War ja sonst... Da ist 89, 88, 92. War das jetzt doch wieder nur, weil ich... durch die Lava kurz gefahren bin wahrscheinlich, ne? 89. Also das ist schon ziemlich mitgenommen dann. So, wir haben wieder alles 100%. Also, einmal hier hoch. Hatte ich gesagt. Dann hier... Warte, stopp, 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 stopp. War das hier? Ne, das war hier oben, ne? Hier durch. Zack. So. Hast du gesehen, wie der kurz gebremst hat? Inventar ist voll. Warte mal. Was ist hier? Bleib stehen. Die kleine Höhle. Aha. 19 Minuten noch.
kleine Höhle. Dann gucken wir mal, was da so ist. Okay, Inventar ist sowieso voll, den können wir noch mitnehmen. Vulkanausbruch in 18 Minuten. Sieht jetzt relativ chillig aus, ne? Die kleine Höhle. Ist die jetzt mit der anderen verbunden, oder? Ich bin gespannt, was es hier noch zu finden gibt. Ich überziehe die Folge so ein bisschen, aber es ist einfach, ich finde das Game total genial. Hat nicht so große Aufrufzahlen leider. Vielleicht kann ich ein bisschen dazu beitragen, auch wenn mein Kanal noch so klein ist. Gibt dem Game wirklich eine Chance. Es wird ja schon seit Jahren entwickelt. Es ist, was ist das denn? Drillship-Frachtraum ist voll. Es ist einfach ein nices Game. Du hast zwischendurch den Stress mit dem Vulkan. Du musst zwischendurch kämpfen. Ich finde das einfach cool. Aha. Da hinten ist jetzt ein kleines Schiff. Hier drin. Vulkanausbruch in 17 Minuten. Ich habe die Schrotflinte nicht mit. Das kleine Schiff könnten wir vielleicht noch schaffen. In 17 Minuten. Ja. Die Waffen. Die brauche ich nicht, aber die brauche ich. 23 Schuss nur noch. Hm, ist knapp. Und 5 Handgranaten. Warte mal, da waren noch welche. 12 Handgranaten, ja komm. Medikit. Medikit. Rüstung. Und das Ganze jetzt in 16 Minuten. Wird knapp. Wir schauen mal. Wo habe ich die Handgranaten? Handgranaten auf die 6. So, Knarre. Auf geht's. Wo waren die da? Deutliche Überlänge, aber ich finde es gerade so spannend. Und naja, ein paar Materialien haben wir ja bekommen. Hä? Wo sind die? Da stand doch kleine Höhle. Werden die von oben angezeigt? Da ist doch später der große. Dann sind die miteinander verbunden? Nee. Nee, sind nicht miteinander verbunden. Scheinbar. Das ist so eine abseitige Höhle hier, okay. Ja gut, dann nehmen wir eben noch ein paar Materialien mit. Also gut. Hier kommt man nirgendwo durch. Wenn du in der Nähe der Lava kommst, hast du ja schon gesehen. Was ist das? Wenn du in der Nähe der Lava kommst, dann bekommst du auch so einen leichten Schaden hier, ne? So einen Hitzeschaden. Aber das geht. Dann ist die kleine Höhle so ein bisschen wie die Felder oben. Weil es gibt auch Felder und die sind dann relativ harmlos. Da passiert dir nichts. Und das scheint dann hier genauso zu sein. Die bieten dann so ein bisschen Schutz. So, war es das hier? Ich glaube ja, ne? Okay, dann würde ich sagen, das soll es gewesen sein für diese Folge. Vielen Dank, dass du mit dabei warst. Ich freue mich auf das nächste Mal in diesem oder einem anderen Game. Und wenn es dir gefallen hat, lass bitte sehr gerne ein Like da.
Ich freue mich auch auf deine Kommentare und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Jetzt macht es mich gerade wieder stutzig, denn ich hatte hier definitiv eine Tür eingebaut. Oder war die auf der anderen Seite und da ist das Modul noch frei? Manchmal ein bisschen verwirrend. Nee. Ich hätte schwören können, dass ich habe da die Tür eingebaut. Naja. Was auch immer das Game zwischendurch veranstaltet, man weiß es manchmal nicht so genau. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis dann. Ciao, ciao.